Hallo meine Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Interview hier auf Normalo TV. Wo ist der Interviewgast, wenn wir hier ein Interview machen? Keiner hier, ey. Was ist da los? Wir haben unser Interviewformat ein wenig abgewandelt. Denn wir haben ja für euch mal ein Video veröffentlicht mit dem Thema Inklusionssofa. Mit dem Inklusionssofa vom Projekt Iron Roll sind wir jetzt unterwegs. Und ja, interviewen einfach mal die Menschen auf der Straße. Und wir sind auf der Suche nach der bequemen Wahrheit. Und ja, dazu möchte ich euch gerne einladen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an und starten mit dem ersten Interview auf dem Inklusionssofa. Los geht's! Wir sind auf der Suche nach der bequemen Wahrheit und ich habe jemanden getroffen. Ja. Wir haben nämlich gemeinsam einen Workshop gemacht, den wir leider nicht veröffentlichen durften, weil wir keine Drehgenehmigung hatten. Und jetzt seid ihr hier. Ja. Das freut mich übertrieben. Wir hatten ja gerade gesprochen, so jetzt haut erstmal eure Instagram-Kanäle raus. Hanna-PDM. L-E-N-A-L-I-K-S-L-O. Jetzt haben wir erstmal eure ganzen Instagram, also folgt denen. Die sind echt cool. Immer doch. Genau. Immer doch. Ja, so, jetzt Inklusion. Wir haben ja im Workshop drüber gesprochen. Genau. Was? Das ist nochmal Inklusion. Ja, was das ist das nochmal? Das werden wir jetzt besprechen nochmal. Na, weiß das jemand? Kommen wir. Ja, habt ihr nicht zugehört, doch, ja? Ich hab zugehört. Na. Ich Diskussion. Inklusion. Ja, ich weiß nicht. Inklusion ist, wenn behinderte Menschen mit, sag ich mal, normalen Menschen zusammenleben. Das ist cool. Das ist dann, ich bin immer benachteiligt oder so. Alles klar. Genau, ja, wie jetzt genau. Zum Beispiel was zusammen. Ja, finde ich auch cool. Hier bleiben, ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Für euch ist kein Problem, wenn ihr jetzt behinderte Mitschüler habt. Nee, ja, warum? Außer, dass sie, was habt ihr gesagt? Die sind manchmal ein bisschen laut und sabbern. Das ist ja nicht schlimm, wenn die laut sind. Die können ja nichts dafür. Ist so. Ja, genau. Die können nichts dafür. Auch, und trotzdem sind sie cool. Also, Mensch. Man kann mit ihnen Spaß haben. Ja. Das kann man ja auch. Das stimmt. Also, wenn ich das richtig verstehe, wäre das für euch kein Problem. Nein, warum sollte es? Also, wenn sie jetzt in unsere Klasse kommen, hätten wir kein Problem. Oder wenn ich auch behindert wäre, dann würde ich auch hoffen, dass alle nice sind. Ich glaube, ich bin sogar behindert. Aber nein, das glaube ich nicht, dass du behindert bist. Ich habe Epilepsie. Sie ist meine Zwillingsschwester von euch. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Echt? Nein. Natürlich. Das sieht man doch. Alter, die Ironie. So. Versteht ihr, wenn Erwachsene damit Probleme haben, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzustecken in eine Schulklasse? Also ich finde nur, dass es halt schwieriger ist, weil manche Behinderungen sind ja so, dass man dann richtig, manche Eltern müssen irgendwie aufhören zu arbeiten, weil sich die rund um das Kind kümmern müssen. Ja. Wir finden es gemein bei uns, als Kinder wird uns erklärt, wie soll mit behinderten Menschen gut umgehen und dann, wenn es Erwachsene nicht machen, das ist einfach nur blöd. Ja, das ist einfach nur richtig gemein. Ja, weil letztendlich werdet ihr, letztendlich müsste man ja zusammenleben, um auch die Leute kennenzulernen. Genau. Ja. Weil ihr habt ja mich kennengelernt, ich glaube, ihr findet mich ziemlich cool. Ja. Und ich glaube, es gibt noch mehr Menschen mit Behinderungen, die irgendwie gut drauf sind. Ja, das war schon. Das wollte ich nur mal wissen. Danke. So, und jetzt, E-Rollstuhl, seid ihr schon gefahren, ja? Ja, ich will nochmal. Ja, das war klar. Warum wirkt das eigentlich immer? Warum wollen alle Rollstuhl fahren? Ich war schon. Hast du im Alltag mit Menschen mit Behinderung zu tun? Ja, also mein Vater ist fast blind.